eine Gänsehaut jagt die andere. Er spielt heute mit dem Feuer. Wenn Florian, unser Superchamp, diese Runde gewinnt, ist er um sage und schreibe über 240.000 Mark reicher. Heute Abend das beste Angebot, das es je gab. Einen BMW 320i Cabrio vom Autohaus Garching-Paul Späth im Wert von über 61.000 Mark. Und im Wert von fast 30.000 Mark eine Kreuzfahrt von Sieglaut Reisen. Zwei der unglaublichen Preise bei Hopp oder Top. Für Florian geht es um alles oder nichts. Wir dürfen gespannt sein. Mal sehen, ob unser Mann seine Kärtchen gut gemischt hat. Tommy Aigner. Einen schönen Rosenmontag wünsche ich Ihnen. Tja, an diesem Tag heute werden Millionen an D-Mark ausgegeben für Sekt und sonstige Sachen. Heute gibt es einen Mann, der es andersrum macht oder andersrum machen will. Er will heute aufs Ganze gehen. Herzlich willkommen, Florian. Sie sitzen heute zum 7. Mal bei uns. Und vielleicht kann ich mir vorstellen, die einen oder anderen kennen Sie noch gar nicht. Ich möchte Sie heute noch mal ganz kurz vorstellen. Sie sind der Florian Zinsmeister aus Straubing. Sie sind 20 Jahre jung. Und Sie sind momentan wo beschäftigt? Ich bin bei der Bundeswehr beschäftigt, als normaler Wehrpflichtiger und bin da in der Nachschubkompanie 240 im Standort Feldkirchen stationiert. Und Sie sind so im privaten Leben, glaube ich, nicht mehr alleine? Ich glaube, eine feste Freundin ist die Karin und die hat mich auch super unterstützt. Ohne sie würde ich jetzt gar nicht hier sitzen wahrscheinlich. Ich glaube, die Karin könnte sich ganz besonders auf den einen oder anderen Preis freuen. Haben Sie schon gesprochen vielleicht übers Wochenende, wo Sie gesagt haben, wenn also ich das... ich glaube, der Schmuck wird ja ganz gut gefallen. Das glaube ich auch. Gut, Florian, ich wünsche Ihnen heute alles, alles Gute. Ich meine, mehr als beide Daumen kann ich Ihnen nicht drücken und ich glaube, es werden sicherlich viele zu Hause auch machen. Alles Gute, Florian. Danke. Es soll gelingen. So. Nicht nur zwei Daumen drücken, sondern zwei weibliche helfen mir dabei, nämlich die von Angelika Petersen. Hallo Tommy, guten Abend zu Hause. Schönen guten Abend. Ja. Angelika, hast du gesehen, er hat richtiges Glück, der Florian. Denn letzte Woche war es ein viertüriger 525er. Ja. Und diese Woche ist es ja... ein Auto, was viel besser zu ihm passt. Richtig, in schwarzem Leder gehalten. Ja, toll. Das Cabrio, das wir schon einmal an die Sabine gegeben haben. Was wir also auch gerne mal an mich geben könnten. Oh, das glaube ich. Naja, einmal am Parkplatz darf sie schon eine Runde fahren, nicht? Das ist nett. Angelika, Angelika. Ja, ich habe was mitgebracht. Du dich da drüben hinsetzen. Was ist denn mitgebracht? Wir haben doch Rosenmontag. Los dann. Das war laut. Das war der Startschuss für unsere Herausforderer in der heutigen Sendung. In ihrer Freizeit baut unsere erste Kandidatin Marionetten. Wir freuen uns auf Birgitta Oeschger. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Unser nächster Kandidat steht als Sänger und Redner manchmal auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Wir begrüßen aus Lindau Paul Ramm. Guten Abend. Jetzt habe ich hier eine schöne Schweinerei angerichtet. Schweinerei. Bis nachher. Bis später. Danke. So, zwei Kandidaten, auf die wir heute alles bauen. Denn wenn Sie heute hier nicht entsprechend spielen, dann geht es uns wirklich ans Eingemachte. So, Birgitta, wie kann ich Sie ein bisschen vorstellen? Sie sind momentan als Erzieherin tätig, kommen aus München, sind ledig und haben eines vor, nämlich die Musiktherapie. Das hat mir sehr gut gefallen. Wie kommt man auf die Idee? Kann man mit Musiktherapie besser machen? Ja, nachdem Musik ein Mittel der Kommunikation ist, gibt es gerade für Menschen, die in dieser Richtung behindert sind, sehr gute Möglichkeiten mit Musik. Und welche Menschen werden dann zu Ihnen kommen? Alle Altersgruppen oder eher Kinder? Vorwiegend Kinder und eben Behinderte. Glaub, auch Verhaltensgestörte. Ich glaube, die sind bei Ihnen gut aufgehoben. Sie haben einen sehr angenehmen Eindruck auf mich. Alles Gute auf diesem Wege heute für die Sendung. Also wie gesagt, enttäuschen Sie uns nicht. Hauen Sie rein. Paul, Sie sind schon im Ruhestand. Ja. Sie kommen aus Lindau und Sie haben 15 Jahre lang für eine Autofirma gearbeitet. Ja. War das BMW? Nein, das war es nicht. Das war, fing mit O an und mit L endet es. Ah ja, da gibt es nicht mehr viele Marken außer Opel. Sagen Sie, wenn Sie jetzt natürlich 15 Jahre für diese Firma gearbeitet haben, haben Sie ja dann überhaupt den Mut, gegenüber Ihren alten Kollegen dann einen BMW vielleicht entgegenzunehmen? Naja, ich bin schon einige Jahre pensioniert und es wird mir keiner übel nehmen, dass ich jetzt Peugeot fahre. Ah ja, na gut, dann ist es egal. Gut, Paul, fahren Sie gut in der heutigen Sendung. Danke. Beginnen Sie mit der ersten und schalten Sie langsam hoch. Alles Gute. So. Geschwind zu den Regeln, auch die sind heute wie immer gleich. Das heißt, ein Druck auf den roten Knopf bedeutet, dass Sie antworten können. Wir nehmen nur Ihre erste Antwort. Das ist ganz wichtig, sollte erst die zweite richtig sein, ist die Frage falsch beantwortet. Dann ziehen wir nämlich 5 Punkte auch wieder ab. Gewonnen hat derjenige, der die meisten Punkte heute zusammenbringt. Und bei Ihnen, Florian, Sie sind ja nur 31 entfernt. Das heißt, also ich glaube, der Punktestand bei Ihnen ist heute irrelevant, sondern es geht wirklich nur darum, gegenüber Birgitta und Paul den Höchstpunktestand zu haben. Ein Druck auf den roten Knopf, bitte von Paul für die technische Kontrolle. Jawohl, Birgitta und Florian,
Sehr gut. 20 Punkte als Startkapital. Einmal noch durchatmen, Sauerstoff ins Hirn und hier geht's los. Wie nennt man das mit dem Körpergewicht belastete Bein? Florian. Standbein. Standbein, richtig. Welchen Vogel nennt man auch Sperling? Florian. Den Spatz. Das ist richtig. Wie nennt man ein mit Zähnen versehenes Gerät zum Ordnen oder Festhalten der Haare? Ordner. Ordner? Nein, Kamm. Kamm. Zum Ordnen oder Festhalten der Haare. Welches Duo sang Bridge Over Troubled Water? Birgitta. Simon & Garfunkel. Das ist richtig. Undank ist der Welt. Florian. Weltenlohn. Richtig. Wie nennt man den künstlerischen Leiter eines Balletts? Paul. Ballettmeister. Nein, das ist der Choreograf. Ja, hier habe ich Ballettmeister, nehmen wir auch, und Choreograf. Gut, hat man mir verschwiegen hier auf meinem Zettel. Damit haben wir das erste Klingeln. Paul 20, Birgitta 25, Florian 35. Das heißt, das erste, und zwar sprechende Angebot, nicht nur Angelika, geht an Sie. Was ganz Lustiges für Sie, Florian, ein sprechender Rechner in der Form eines Telefons und eine sprechende Tischuhr mit Weckfunktion und Zeitansage. Zwei Preise von Himex im Wert von 180 Mark. Heute nur 6 von Himex über Effective in Hannover. War Hopp oder Top. So, können wir uns gleich davon überzeugen? Also wie funktioniert das? Mit einem sanften Druck? Nee, ist nicht das ganz richtig, nicht. Aber egal. Und hier haben wir den Rechner, den schaltet man hier so ein. Und wenn man dann drauf tippt, dann sollte er hier auch Töne von sich geben. Aber ich habe es heute wieder mal nicht. Nee, ich habe es heute wieder mal. Das letzte Mal hat es schon funktioniert. Hat es nicht funktioniert? Okay, macht nichts. Der spricht jedenfalls dabei. Da könnten Sie sich ausrechnen, wie viel Sie jetzt insgesamt haben. Es sind ja mit Ihren Gewinnen aus den letzten Tagen, glaube ich, mittlerweile über 250. Also machen Sie noch ein bisschen was dazu. Haben Sie Interesse? Ist Ihnen zu riskant. Ist Ihnen zu riskant? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das hat es noch nie gegeben. In der ersten Geschenkboutique. 1000 Mark auf die Hand und 6 von Ihrem Konto. Zum ersten, zum zweiten. 2000 mein letztes Angebot. Und 3000 mein allerletztes Angebot. 4000 zum dritten. Nicht verkauft. Es versteht Sie jeder, Florian. Hier die nächsten Fragen. Wie heißt die Sammelbezeichnung für in verschiedenen Formen gepresste Stein- oder Braunkohle? Florian? Brikett. Das ist richtig. 40 Punkte. Wie nennt man einen Metallhaken mit fehlendem Verschlussstück? Florian? Karabinerhaken. Das ist richtig. Jawohl. Wie heißt das wiederverwendbare Weltraumlabor der NASA? Florian? Space Lab. Richtig. Jawohl. Paul, ich sehe Sie immer drücken, aber eine Zehntelsekunde zu spät. Vielleicht probieren Sie es ruhig einmal. Eine Spur schneller. Danke. Welcher burgähnliche Palast mit einem hohen Turm steht in Florenz an der Piazza della Signoria? Birgitta. Palazzo Vecchio. Richtig, jawohl, gerade noch. Also eine Zehntelsekunde später wäre schon das Timeout gekommen. 30 Punkte bei Ihnen. Wir kommen zur Bonusfrage Nummer 1. Eine Frage, wo Sie ja pokern können, denn wenn Sie hier falsch antworten, ziehen wir Ihnen nichts ab, sondern geben die Antwortmöglichkeit an die verbleibenden Kandidaten weiter. Wer bin ich? Ich bin der Held eines spätmittelalterlichen Schwank-Romans und vieler Schwank-Geschichten. Mit meinen Streichen ärgerte ich die städtischen Bürger und Geistlichen. Paul? Till Eulenspiegel. Korrekt, jawohl. Paul, jetzt können Sie sich für eine Zahl entscheiden und wenn Sie Glück haben, ist der 10-Mark-Bonus dahinter. Sie steht bei der 6. Mal sehen, was Ihnen der Eulenspiegel einbringt. Herzlichen Glückwunsch zur Doppeldecker-High-Tech-Uhr von Modern Time. Unter einem Deckel ist Platz für ein kleines Utensil. Ein Preis von Modern Time und Hopp oder Top. Ja, jeder Top findet einen Deckel, aber das kann man bei Ihnen mit Sicherheit nicht sagen. Ich sehe, Sie sind seit 40 Jahren, wie Sie mir auch schon vor der Sendung gesagt haben, glücklich verheiratet. Ihre Frau zittert heute mit. Das übt kolossal. Ah ja. Gut, hier kommen die nächsten Fragen. Unveränderter Punktestand. Wie werden die leichten, tragbaren, zeitweilig netzunabhängigen Computer genannt? Florian. Laptops. Richtig. Notebooks hätten wir auch noch aktiviert. 55. Wie nennt man die braune, durch Erhitzen von Zucker entstehende Masse? Birgitta. Karamell. Das ist richtig. Der Tod jedes Zahnes. 35 bei Ihnen. Wie nennt man den Fonds nicht ausgeschütteter Einsätze beim Spielen, der so lange anwächst, bis ein... Florian. Jackpot. Richtig. Und der steht heute bei... 118.000? Ja, ganz richtig, aber da gibt es keine. 5 Punkte dazu, hat gereicht. 60 bei Ihnen momentan. Wie heißt die weibliche Heldin in Goethes Die Leiden des jungen Werther? Birgitta. Charlotte. Das ist richtig, jawohl. Oder Lotte, 40.
Wie heißt die Hauptstadt der italienischen Region Ligurien? Genua. Wer ist der Leadsänger der Rolling Stones? Florian. Mick Jagger. Korrekt, 65 Punkte. Und damit kommen wir zum Klingeln Nummer 2. Wie hoch muss ich hier gehen? Paul hat 20, Birgitta 40, Florian 25 Vorsprung. Hier kommt das nächste Angebot von Angelika. Na Florian, trauen Sie sich doch mal. Die Tischleuchte Crazy von Schönbeck Design strahlt eine gewisse Mystik aus. Die aufregend geformte Halogenleuchte in Leitgranit kostet normalerweise 549 Mark. Heute bei uns für nur 9 von Schönbeck Design bei Hopp oder Top. Ein kleines Geschenk. Ich weiß, es ist ein bisschen mit Nervosität, aber Sie haben 25 Punkte. Sie brauchen heute nur 31. Das heißt, Sie sind locker schon in der Zone für alles. Hier könnten Sie noch so ein bisschen zum Drüberstreuen Sie noch was mit nach Hause nehmen. Ja, nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000. Zum Ersten. Nehmen. Verwahren. Ich glaube, ich setze keine Viertelmillion für 1000 Mark auf. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. 2.000 Mark, 3.000 und 9 von Ihrem Konto, 4.000 Mark lege ich Ihnen drauf, 5.000 Mark, 6.000 Mark zum Zweieinhalben. 8.000. Nein, 7. 7,5. Nein, 7,3. 7,3 verkauft an Florian, um 9 Punkte von seinem Konto. Wow, also das kam jetzt wahrlich überraschend. So. Wir brauchen ein bisschen Luft und eine Frage an Sie zu Hause. Welche Strecke müssen Bienen fliegen, um den Nektar für einen Pfund Honig zu sammeln? 10.000 Kilometer, 100.000 Kilometer oder gar eine Million, tausend Kilometer. Eine Million Kilometer, die Auflösung kommt nach dieser Pause. So, also. Welche Strecke müssen die Bienen fliegen, um Honig für einen Pfund in Form eines Pfunds Honigs zu sammeln? Es sind mehr als 10.000 Kilometer. Um den Nektar für einen Pfund Honig zusammenzutragen, muss eine Flugstrecke von ca. 90.000 Kilometer zurückgelegt werden. Na, wieder was dazugelernt. Oh, der wäre fast bei Paul gelandet. Wissen Sie, warum die Bienen summen? Weil sie den Text vergessen haben. Hoffentlich nicht unsere Kandidaten. Hier haben wir den Paul mit 20 unterwegs, Birgitta mit 40. Und Florian mit 56 Punkte und soeben hat er mir 7.300 Mark noch so im Drüberstreuen abgenommen. Hier kommen die nächsten Fragen. Welches Getränk besteht aus Sekt und Creme de Cassis? Birgitta. Kir Royal. Das ist richtig, 45. Wie viele Spitzen hat das Malteserkreuz? Florian. 8. Richtig, 61. Für was steht das internationale Autokennzeichen mit der Abkürzung CD? Florian. Corps Diplomatique. Korrekt, jawohl. 66. Wer schrieb die Erzählung Das Gespenst von Canterwell? Birgitta. Edgar Allan Poe. Oscar Wilde. 40 Punkte. Aber geben Sie ja nicht auf. Hauen Sie nur rein, bitte. Welche von Albert Einstein begründete Theorie? Florian. Die Relativitätstheorie. Richtig, jawohl. Von Raum und Zeit. Die stellen Sie vielleicht auch neu auf, Florian. Wenn Sie nämlich heute gewinnen, sind Sie bisher unser jüngster Champion, Super-Champion. Der Michael war 25 und ganz am Anfang der Sendung war der 23. Hier die nächste Bonusfrage. Wer bin ich? Ich bin der Sohn Maximilians des Ersten, Josef von Bayern, und wurde 1786 in Straßburg geboren. 1825 folgte ich meinem Vater auf dem Thron und machte die bayerische Hauptstadt zu einer kulturellen und wissenschaftlichen Hochburg. Florian. Ludwig der Erste. Das ist richtig. Ludwig der Erste, König von Bayern. Wenn Sie jetzt einen Bonus finden, Florian. Ich nehme wie letzten Freitag die 1. Eigentlich brauchen Sie ja gar keinen Bonus mehr. Was, Florian? Bitte schön. Ein Wahnsinn. Florian, ich nehme an, Sie sind mir wahrscheinlich nicht böse, wenn ich Ihnen in der dritten Geschenkboutique kein Geld mehr anbiete. Dann nehme ich auch nichts. Kommt mehr drauf an. Es kann sich nämlich einiges noch ändern und deswegen sage ich nur Birgitta und Paul. Paul, es mangelt bei Ihnen nicht am Wissen. Ich sehe es immer wieder. Sie drücken, aber wirklich eine Zehntelsekunde zu spät. Bitte ein bisschen schneller. Hier die nächsten Fragen. Wie nennt man die 6. Sinfonie Ludwig van Beethovens? Paul. Eroica. Pastorale. Die 6. Entschuldigung, 4. Wie nennt man unter Zusatz von Wasser und Zucker gedünstetes Obst? Schlicht und einfach Kompott.
Welche Insel im Golf von Neapel ist wegen ihrer Kuren und Bieder besonders berühmt? Paul. Ischia. Richtig. 20, Ihr Einsatz wieder. Und jetzt soll es nur mehr bergauf gehen. Wie heißen die beiden parallel angebrachten Stangen am Barren? Holme. Paul. Richtig. 25. Der Florian lehnt sich zurück. Kann das sein? Hier habe ich noch eine Frage eigentlich, die ich noch vor dem Klingeln stellen sollte. Aber ich bekomme hier ein Zeichen aus der Regie. Machen wir noch eine Frage oder machen wir keine Frage? Die ist aber gar nicht so schwer. Eine machen wir noch. Welche Stadt ist nach dem Alten Testament der Geburtsort Davids? Paul. Genezareth. Entschuldigung. Davids. Bethlehem. Ja, macht nichts. Ja. So, und jetzt stellen wir uns das Klingeln vor. Ja, es kommt sogar noch ein zweites Mal. 41 Punkte Vorsprung. Was soll ich diesem Mann noch für ein Angebot machen? Habe ich da überhaupt noch Chancen? Schauen wir hier zu, Angelika. Das wäre doch was für Ihre Karin, Florian. Der Adler Sam und die Ente Paula von Niki Design lassen alle Herzen höher schlagen. Ein goldiges Pärchen im Wert von 1000 Mark. Heute Abend für nur 16, angeboten von Niki Design bei Hopp oder Top. Ja, genau. Hochzeitsgeschenk? Mehr kann ich auch nicht sagen. Ja, genau. Hochzeitsgeschenk? Irgendwann mal. Irgendwann mal. Florian, ich meine, es ist so ziemlich klar. Ich meine, ich kann Ihnen hier kein großartiges Angebot machen, aber wenn ich mir das so anschaue, wollen Sie es nicht ein bisschen riskieren, um Ihnen selbst auch noch ein bisschen Spannung zu geben? Also ich glaube, heute ist der falsche Moment, um auf Risiko zu spielen. Schauen Sie, ein bisschen Masochismus muss auch in dieser Sendung drinnen sein. Ich stehe auf das überhaupt nicht. Gut, dann sage ich hier, beginnen wir bei 5000 Mark. Zum Ersten. Zum Zweiten. 6000 Mark zum Zweieinhalbten. 7.000 Mark. Und ich sage 7.500, um 200 mehr, als ich Ihnen heute schon angeboten habe. 7.600 zum 2/3. Ich möchte es fünfstellig haben, 10.000. 10.000 schaffe ich nicht, das ist keine Chance. Aber treffen wir uns in der Mitte, machen wir 8.000. Zum Ersten, zum 8.500. Zweiten und zum Dritten. 8.300. Wer kauft am Bayern? Yes! Woo! Am türkischen Bazar. Sie sind heute hier nicht bei Hopp oder Top, sondern am türkischen Bazar auf Tele 5. 8.300 Mark hat er mir so aus der Tasche gezogen, aber ich ihm dafür 16 Punkte von seinem Konto. Das heißt, wir haben wieder 65 und bei Birgit der 40, 25 Differenz. Kein Problem, wir sind noch weit entfernt von der Temporunde. Hier die nächsten Fragen. Wer wurde am 1. Januar 1992 Generalsekretär der UNO? Paul. Ja, ein Ägypter, aber der Name fällt mir nicht ein. Gali. Ja, Gali. Wie nennt man die altägyptischen Schriftzeichen? Florian. Hieroglyphen. Richtig, 70, Mr. Champion. Wer schrieb das Märchen von Gockel, Hinkel und Gackeleier? Birgitta. Die Brüder Grimm. Nein, Brentano. 35. Wie nennt man die Heiligen Mamertus, Pankratius, Birgitta? Die Eisheiligen. Das ist richtig, jawohl. 40 Punkte. Und jetzt schauen wir kurz zu Angelika. Der Zehner wurde gefunden. Modern Time hat den 15er ersetzt, aber er ist nach wie vor existent. Und jetzt ist auch noch ein 25er hinter diesen 7 verbliebenen Zahlen versteckt. Die Person, die die nächste Frage richtig beantwortet, hat die Chance, den 25er zu finden. Bei Ihnen würde es bedeuten, Sie hätten fast mit Florian gleichgezogen. Um eine Frage. Hier die Frage. Wer bin ich? Ich wurde 121 nach Christus in Rom geboren. Ich war ein römischer Kaiser. Während meiner Regierungszeit beförderten unter anderem die Partherkriege und die Verstöße der Völker jenseits der Donau den Niedergang des Römischen Reiches. Man nannte mich den Philosoph auf dem Kaiserthron. Mein Reiterstandbild steht auf dem römischen Kapitol. Mein Name ist Mark. Birgitta. Aurel. Richtig! Na, aber das war jetzt eine Zehntelsekunde. Birgitta, wenn Sie ihn jetzt finden, das könnte also wirklich dem ganzen Spiel noch so einen, ich erlaube mir zu sagen, Drive geben. Probieren Sie es. Ihre Glückszahl, bitte. Ich nehme die 8. Ich drück die Daumen, Birgitta. Hier ist die 8. Oh, auch nicht schlecht. No? Auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, 15er. Das heißt, wir haben momentan 3 Fragen nur Differenz zwischen Birgitta und Florian. Und Angelika zeigt uns den 25er. Der war in der goldenen Mitte heute. Hier ist er. Alles klar, also, das heißt eine Temporunde, die sich gewaschen hat. So etwas an Spannung haben wir, glaube ich, das letzte Mal erst bei Michael Knittel gesehen und der wurde ja Superchampion. Also, lassen Sie sich das nicht entgehen, nehmen Sie einen kurzen Schluck und bleiben Sie bei uns. Bis gleich.
Es ist einfach unglaublich. Herzlich willkommen zur Temporunde. Sollten Sie erst jetzt zu uns kommen, wir haben heute die Sensation vielleicht wieder perfekt. Schauen wir uns bitte den Punktestand an. Hier haben wir den Paul mit 15 unterwegs, Birgitta mit 55, wir bauen auf Sie, Florian mit 70 und noch kurz zur Erklärung, Sie sind bereits in der Zone. Ihre gesamten Punkte aus allen Ihren Sendungen der letzten Woche zusammengezählt sind bereits über 700. Das heißt, Sie sind in der Zone für alles. Hinter dieser Tür 241.000 und alles, was Sie bisher noch dazu gehabt haben, also Sie sind mittlerweile bei ca. 270.000. Wenn Sie in dieser Temporunde jetzt allerdings gewinnen, und es genügt, wenn es ein Punkt wäre, den Sie im Vorsprung wären. Wir blenden die Uhrzeit ein. Die wichtigsten 60 Sekunden vielleicht im Leben von Florian. Es geht los. Wie nennt man das Amtsgebäude eines Konsuls? Konsulat. Richtig. Wie heißt die Hauptstadt von Südafrika? Florian. Pretoria. Richtig. Wie viele Kopeken hat ein Rubel? Birgitta. 100. Richtig. Zu welchem Erdteil gehört die Insel Sansibar? Florian. Afrika. Richtig. Wofür steht die Abkürzung STGB? Florian. Strafgesetzbuch. Richtig. Wie heißt der Detektiv in den Geschichten Arthur Conan Doyles? Birgitta. Sherlock Holmes. Richtig. Wie heißt ein Bett auf Schaukelbrettern? Wiege. In welcher Stadt finden die Gewandhauskonzerte statt? Florian. Leipzig. Richtig. Wie heißt die größte deutsche Insel in der Ostsee? Jaul. Öland. Lala. Lügen. Welches Vitamin heißt auch Retinol? Deutsche. Vitamin A. Zu welcher Hunderasse gehört Lassie? Birgitta. Holly. Richtig. Wer schrieb die Komödie Der zerbrochene Krug? Florian. Kleist. Richtig. Was ist die deutsche Bezeichnung für Eau de Cologne? Florian. Rasierwasser. Kölnischwasser. Auf welchem Kontinent fließt der Orinoco? Florian. Südamerika. Richtig. Wie nennt man ein positiv geladenes Ion? Brauchen wir nicht mehr, denn mit 95 Punkten ist Florian Zinsmeister unser neuer Superchampion. Woo! Ein absoluter Wahnsinn. 95 Punkte. Und dieser Mann hat heute Preise von weit über 240.000 Mark. Und einige davon kann er sofort mit nach Hause nehmen. Ein absoluter Wahnsinn. Birgitta, ein Bussi gibt zu mir nach der Sendung, aber danke schön, dass Sie es probiert haben. Hier kommt Angelika. Paul, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Es ist leider nicht so gut gelaufen. Der Florian hat Sie kaum zu Wort kommen lassen. Aber Sie nehmen die Uhr mit. Das ist immerhin ein Preis im Wert von 198 Mark. Und unsere schöne Geldscheinklammer. Viel Spaß damit. Danke. Birgitta, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Sie haben prima mitgespielt. Fast hätten Sie es auch geschafft. Viel hat nicht gefehlt. Für Sie unsere Geldscheinklammer. Viel Spaß damit. Tam-tadam, ein schöner Preis aus 925 Sterling Silber geschmiedet und hochglanzpoliert mit 24 Karat Ziervergoldung. In traditioneller Handarbeit von Christoph Wiedmann für Hopp oder Top. Ein Wahnsinn. Alles habe ich probiert. Nichts ist mir gelungen. Gegen diesen Mann ist kein Kraut gewachsen. Er hat es wirklich geschafft. Zum 7. Mal. In der kürzesten Zeit nicht nur unser Jüngster, sondern auch der Champion, der das meiste Geld oder die meisten Preise mit nach Hause nimmt. Was Sie gewonnen haben, das schauen wir uns jetzt an. Lassen Sie uns zum letzten Mal einkaufen gehen. Florian, Sie haben es geschafft. Vorige Woche am Freitag haben Sie gesagt, ich will weiterspielen. Und man hofft natürlich, und jetzt ist es Realität geworden. Wie fühlt man sich? Ich kann da überhaupt nichts dazu sagen. Es ist wie ein Traum. Das glaube ich. Das glaube ich. Schauen Sie mal, der Traum wird umso größer, wenn ich Ihnen Ihre Preise zeige, denn Sie haben heute mit Ihrem Punktestand alles hier abgeräumt. Alles. Das Geld, das Auto. Und schauen wir uns die Preise genauer an. Zum Beispiel dieses Mountainbike Trophy von Vinora. Gehen wir gleich herüber. Das sehen wir uns aus der Nähe an. Mit einem Oversized Alurahmen. 21 Gänge, Edelstahlspeichen, Kernledersattel. Wohin wird es damit gehen? Auf die Straubinger Zugspitze? Na gut, da haben wir so einen kleinen Berg in der Nähe, den Bogenberg. Da kann man das schon hernehmen. Gut, schauen wir eine Runde weiter. Ab, Blödsinn, nicht ab. Das gehört Ihnen. 3.750 Mark ist der Wert. Der Barkoffer von Harry's Bar. Hier haben wir ihn. Wow. Mixen Sie gerne? Ich trinke lieber. Sie trinken lieber. Na, dann kann ja vielleicht Karin hier sich das Buch zur Hand nehmen. Ist natürlich vorhanden. Okay. Harry's New York Bar. Und da haben wir das italienische Kalbsleder und ein Prost von mir. Ein Prost. Ja, er ist noch ein bisschen beschäftigt. Florian. Florian. Prost. Prost. So sehen Super Champions aus. Prost, Prost, Prost an dieser Stelle. Also, 3.750. Darf ich dir das wieder zurückgeben? Schauen wir weiter.
Sie haben es zwar verschmäht damals, Ihren Sturzhelm, aber heute gibt es ein bisschen mehr zum Sturzhelm, nämlich einen ganzen Hunderoller. 9.965 Mark, der Wert. Und ich meine, ich weiß nicht, ob es der Sturzhelm sein soll, aber es wird sicherlich auch einen Sturzhelm dazu geben. Also, 12 Liter Tank, 155 Kilo, mit natürlich Elektrostarter, stufenloser Keilriemenautomatik. Was sagen Sie denn bisher mal? Das ist ein Wahnsinn, super, ne? Wahnsinn. Schauen Sie mal, Wahnsinn wird jetzt die Karin sagen. Denn als nächsten Preis haben wir natürlich auch den Schmuck. Und der kommt wieder aus der Designwerkstätte von Nikolas. Boah, 18 Karat Gold. Toll. 21 Karat geschliffener Opal, Mink in Pferdekopfform, Wert 16.500 Mark. Und jetzt, Florian, Sie reisen gerne, haben Sie mir schon gesagt. Sie wären auch schon letzte Woche um ein Haar vielleicht bei der Reise schwach geworden. Ja, ja. Wie wäre es denn mit einer Seereise? Super. Also 28.420 Mark der Wert. Und da ist Ihre Reise. Windjammer Kreuzfahrt mit der Sea Cloud Las Palmas bis Malaga. 4.000 Mark Taschengeld. Wo darf die Karin liegen? Beim Bullauge oder innen? Das ist mir egal. Hauptsache drauf aufs Schiff. Das ist eine tolle Sache. 6000 PS Motoren, man hört das leise Knarren und Singen der Takelage. Aber ich meine, eine Reise schon alleine um 28.000 Mark, die macht man nicht alle Tage. Und wir haben immer wieder als Hauptpreis ab 520 Punkten ein Auto, meistens 520er oder 525er. Und Sie haben das edle Glück, dass genau diese Woche ein ganz spezielles Auto hier zu sehen ist. Hier ist Ihr Hauptpreis. Ein Cabrio 320i, Diamant-Schwarz-Metallic mit Lederausstattung, 113 PS, Sportsitzen mit Sitzheizung, Sportlenkrad, Alufelgen, alles, was das Herz begehrt. Was sagen's? Ich habe keine Worte dafür. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Ich meine, als wäre es bestellt gewesen, das Richtige. Aber wir sind noch immer nicht fertig. Denn gestern Abend haben Sie bei der Summe 117.000 Nein gesagt. Nicht gestern Abend, sondern vorige Woche. Ich habe es heute ein bisschen mit den Tagen. Heute haben wir noch einen draufgelegt. Das ist Ihr Jackpot. 118.000 Mark. Alles Gute vom ganzen Team. Legen Sie es an oder kaufen Sie sich gleich was, Tom? Ich lege es an. Ja? Wird es bei den Aktien verspekuliert, oder? Nein, ich verspekuliere es nicht. Ganz sicher nicht. Ganz auf Nummer sicher. Gut. Gesamt, mit allen Preisen, die Sie bisher auch in den Sendungen, in den Geschenkboutiquen draufgelegt bekommen haben, 22.000 Mark Bargeld zusätzlich zu dem dazu, heißt dieser Mann Superchampion mit dem höchsten bisher in Hop oder Top ausgespielten Preis, nämlich 271.303 Mark. Und auch ein paar Blumen für Sie, Florian. Behalte Sie mal, er muss sich reinsetzen. Sie. Er muss sich hier hineinsetzen. Ich darf euch ein bisschen näher bitten, denn dieser Mann geht in die Geschichte ein als jüngster Superchampion und als der Superchampion, Champion, der uns bisher das meiste Geld gekostet hat. 271.303 Mark. Ein ganz absoluter toll. Wahnsinn. Oh, ich sage Ihnen, ist das ein schönes Gefühl? Ich würde sagen, Sie sollten es nicht versäumen, weiterhin Hop oder Top zu schauen. Erzählen Sie es weiter, dass es wirklich möglich ist. Ab morgen haben wir wieder drei neue Kandidaten. Ich danke Ihnen in seinem Namen fürs Daumen drücken und sage auf Wiederschauen. Bis morgen um dieselbe Uhrzeit bei Hop oder Top auf Telefon. Und ich sage schöne Grüße nach Straubing, weil da kommt er her, unser Super Champion. Genau, richtig. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.